Der Golf von Neapel an der Westküste Italiens. Eine traumhafte Bucht. Doch der Schein trügt. Er ist einer der gefährlichsten Orte der Welt. Vulkane wie der Vesuv dominieren die Region Neapel. Einst Ursache für eine große Naturkatastrophe in der Antike. Tausende Menschen kommen damals ums Leben. Heute scheint der Vesuv zu ruhen. In seiner unmittelbaren Nähe leben die rund 4 Millionen Bewohner der Metropolregion Neapels. Doch der Vulkan könnte jederzeit wieder ausbrechen. Wir wissen nicht wann und mit welcher Kraft, aber ein Ausbruch wird kommen. Und die Stadt ist weiteren Bedrohungen ausgesetzt. Einem gigantischen Netz gefährlicher, fast unsichtbarer Vulkane. Ihr Ausbruch kann verheerende Folgen haben. Vulkanforscher und Forscherinnen befinden sich in einem Wettlauf gegen die Zeit. Mit moderner Technik suchen sie nach kleinsten Veränderungen, die auf einen möglichen Ausbruch hindeuten. Können sie der Macht der Vulkane zuvorkommen? Der Vesuv, einer der berüchtigsten Vulkane der Geschichte. Im Jahr 79 nach Christus verschlingt sein zerstörerisches Feuer die Stadt Pompeji und tötet ihre Bewohner. Weitere Ausbrüche folgen. Doch heute ist der Vesuv nicht die größte Bedrohung. 20 Kilometer westlich des Vulkans droht eine weit größere Gefahr. Hier, unter der Erde, befinden sich gleich mehrere Vulkane. Die Phlegräischen Felder, zu Deutsch die brennenden Felder. Westlich von Neapel erstrecken sich mehr als 50 Eruptionsherde auf 150 Quadratkilometern, an Land und unter dem Meer. An der Oberfläche sind sie fast unsichtbar. Dieses Netz an Vulkanen wird als Supervulkan eingestuft. Der einzige in Europa. Ein Ausbruch wäre verheerend. Rund 20 solcher Supervulkane sind bislang weltweit bekannt. Zahlreiche Anzeichen deuten darauf hin, der Supervulkan könnte bald ausbrechen. Vulkanologen beobachten vor allem wegen seiner intensiven Aktivität den Solfatara-Krater. Täglich werden hier mehr als 2500 Tonnen Kohlendioxid und Schwefel freigesetzt. 2017. Eine Familie stirbt, nachdem sie den instabilen Boden betreten hatte. Wenn man auf dem Boden dieses Kraters entlangläuft, kann man die Hohlräume fast spüren. Es gibt viel poröses, geschmolzenes Gestein. Die vielen Hohlräume sind durch Gasemissionen entstanden. Wenn das Gas sich unter Druck konzentriert, kann es die feinen Gesteinspartikel abtragen und Hohlräume im Untergrund schaffen. Trotz ständiger Gefahr leben tausende Menschen am Rande vom Solfatara-Krater. An seiner Nordostflanke befindet sich das Fumarolenfeld Pisciarelli. Ein nahegelegenes Tennishotel ist mittlerweile geschlossen. Der Dampfausstoß ist sehr intensiv und über 100 Grad heiß. Überall gibt es Emissionen, die diese Salze weiterproduzieren. Die Emissionen bedecken Wände und Böden mit einer dicken weißen Schicht und verbreiten einen stechenden Schwefelgeruch.
Vor ein paar Jahren ist Pisciarelli nicht mehr als ein kleines Loch. Heute ist das Thermalgebiet etwa 4.800 Quadratmeter groß und setzt täglich mehr als 600 Tonnen Kohlendioxid frei. Wenn zum Beispiel eine Komponente im Verhältnis zu einer anderen zunimmt, könnte sich eine Magmaquelle der Oberfläche nähern. Jede Veränderung könnte einen Hinweis auf einen möglichen künftigen Ausbruch geben. Nach mehrfachen Analysen steht für die Forschenden fest, die phlegräischen Felder werden möglicherweise sehr bald ausbrechen. Vor rund 40.000 Jahren verwüstet schon einmal ein Vulkanausbruch der phlegräischen Felder einen großen Teil Europas. Der sogenannte Kampanische Ignimbrit stößt mehr als 300 Kubikkilometer Asche aus. Bei einem zweiten Ausbruch, vor 15.000 Jahren, entsteht ein besonderes Vulkangestein, der gelbe neapolitanische Tuff. Das Gestein prägt die Stadt Neapel bis heute. Hier haben wir großartige Beispiele. Die Kirche Gesù Nuovo besteht aus Fragmenten, die aus dem kampanischen Ignimbrit gewonnen wurden. Hinter mir steht die Kirche Santa Chiara. Sie besteht vollständig aus gelbem neapolitanischem Tuffstein. Aus diesem Negativereignis hat die Stadt mit dem Abbau der Materialien etwas Positives gewonnen. Der Erfindungsreichtum der Römer wird an einer Konstruktion besonders deutlich. Eine römische Zisterne aus vulkanischer Erde. Wir befinden uns in einem riesigen Süßwasserreservoir. Eine echte technologische Herausforderung. Die Pfeiler sind 15 Meter hoch und der Speicher enthielt 12 Millionen Liter Wasser. Sie ist eine der größten antiken Zisternen der Welt und wird damals in einen Tuffsteinhang eingegraben. Das Gestein hat jedoch einen großen Nachteil. Es ist wasserdurchlässig. Zur Abdichtung der Wände stellten sie diesen Mörtel her. Es ist ein Zementmörtel, genannt Cocio Pesto. Er besteht hauptsächlich aus drei Bestandteilen: Ziegelbruchstücke, Kalk und Pozzolan. Eine vulkanische Asche, die hier reichlich vorhanden ist. Ausgehärtet macht diese Mischung die Mauern vollkommen undurchlässig. Danach konnte das Reservoir diese riesigen Wassermassen aufnehmen. Die phlegräischen Felder drohen heute, das zu zerstören, was die Neapolitaner über Jahrhunderte aufgebaut hatten. Gleichzeitig ragt Neapels berühmtester Vulkan gefährlich über der Stadt. Der Vesuv, jahrhundertelang dunkler Begleiter der Neapolitaner, thront sichtbar über der Stadt. Sein letzter Ausbruch im Jahr 1944 war verheerend. Die Lavaströme zerstören damals ganze Dörfer. 26 Menschen sterben. Bis heute schweigt der Vesuv. Seit dem 19. Jahrhundert überwachen Vulkanologen den Vulkan. Für uns Neapolitaner ist der Vesuv der Vulkan schlechthin. Unsere Kultur wird von diesem Vulkan geprägt.
Wir fühlen uns stark zu ihm hingezogen. Wir arbeiten viel in diesem Gebiet und entdecken jeden Tag einen neuen Aspekt. Mauro Di Vito untersucht die Stratigraphie, also die geologischen Ablagerungen des Vesuvs. Wenn wir uns die Stratigraphie anschauen, ist es, als würden wir Vulkanologen eine Chronik in einem Buch lesen, die uns die Geschichte der Ausbrüche erzählt. Auch heute noch ist der Vesuv gefährlich. Jedes Jahr ereignen sich hier mehr als 700 Erdbeben. In unmittelbarer Nähe des Vulkans leben rund 700.000 Menschen. Die Forschenden registrieren jede Erdbewegung und Veränderung. Dieses Gerät misst die Kohlendioxidströmung und die Temperatur des ausgestoßenen Gases. Man erhält eine gute Vorstellung von der Entwicklung des vulkanischen Systems. Das ist sehr wichtig, da wir Hinweise auf den möglichen Aufstieg von Magmakomponenten erhalten können. Es ist eines der vielen Instrumente, mit denen wir den Atem des Vulkans spüren können. Im Magma befinden sich gelöste Gase. Wenn diese aufsteigen, sinkt der Druck und die Gase dehnen sich aus. Sie bilden dann Blasen, die sich auf dem Weg nach oben ausbreiten. Es ist wie bei einer Flasche, gefüllt mit einer gasreichen Flüssigkeit. Sobald man den Deckel abnimmt und damit den Druck ändert, steigt das Gas ohne die Flüssigkeit an die Oberfläche. Ein Blick in die Erdgeschichte verrät mehr über den Ursprung der Vulkane. Vor 250 Millionen Jahren gibt es nur einen einzigen Urkontinent, genannt Pangäa. Infolge geologischer Aktivitäten zerfällt dieser Kontinent in mehrere tektonische Platten. Sie driften auseinander und bilden die uns heute bekannten Kontinente. Die Ursache für die Bewegungen liegt unter der Erdkruste. Diese Schicht ist etwa 30 Kilometer dick. Im Vergleich zum rund 6000 Kilometer Radius der Erde ist das nicht viel. Zwischen dieser Kruste und dem Erdkern befindet sich der obere Erdmantel, rund 650 Kilometer dick. Dieser Mantel besteht aus geschmolzenem Gestein, dessen Ströme sich um sich selbst drehen. Sie wirken wie ein Förderband und bewegen die Platten der Erdkruste, sogenannte Konvektionsströmungen. Seit Millionen von Jahren verschieben sich die Platten um wenige Zentimeter pro Jahr. Sie bewegen sich auseinander oder stoßen zusammen. In Italien schiebt sich die afrikanische unter die eurasische Platte. An den Kontaktstellen herrschen hohe Temperaturen, sodass ein Teil des Mantelgesteins schmilzt. Der Vorgang nennt sich Subduktion. Dieses geschmolzene Gestein, das Magma, sammelt sich in den Spalten der Erdkruste und bildet Magmareservoire. Tritt das gashaltige Magma an die Oberfläche, entsteht ein Vulkan. Um das Gleichgewicht der Erde zu regulieren, wird überschüssige Wärme und Energie freigesetzt und Magma tritt aus. Es kommt zu einem Vulkanausbruch. Etwa 600 Kilometer südlich von Neapel liegt einer der aktivsten Vulkane der Welt, der Ätna auf Sizilien. Der mehr als 3000 Meter hohe Vulkan trägt den Spitznamen Mongibello, Berg der Berge. Im Gegensatz zu den neapolitanischen Vulkanen bricht der Ätna regelmäßig aus. Fast 80 Ausbrüche im letzten Jahrhundert. Eugenio Privitera analysiert den Vulkan seit vielen Jahren. Possiamo vedere dei lapilli. Wir können die Produkte der explosiven Aktivität sehen. Die sogenannten Lapilli sind klein und sehr leicht. Sie sind alle voller Luftblasen, oder besser gesagt voller Gas.
Es gibt auch Vulkanasche. Das ist eigentlich schwarzer Sand. Sehr fein. Und hier sehen wir eine vulkanische Bombe. Ziemlich groß, aber klein für den Ätna. Manche Bomben haben die Größe eines Kleinwagens. Sie entstehen, weil sich Gasblasen im Inneren der Magmasäule ausdehnen. Wenn sie an die Oberfläche gelangen, wird der Teil des Magmas über der Blase in die Luft geschleudert. Mehrfach bilden sich am Ätna neue Krater. Der Bocca Nuova ist der jüngste unter den vier Gipfelkratern. 1968 entsteht er westlich des Zentralkraterkegels. Die Fumarolenaktivität ist gut sichtbar. Und man kann auch das Gelb des Schwefels sehen. Der Ätna ist der größte Schwefelproduzent unter den Vulkanen der Erde. Er produziert im Durchschnitt etwa 4000 Tonnen Schwefeldioxid pro Tag. Das ist sehr viel. Etwa 10-mal mehr als andere Vulkane. Am Ätna treffen, anders als an den Vulkanen am Golf von Neapel, mehrere tektonische Platten aufeinander. Die eurasische und die afrikanische Platte sind hier zusätzlich mit der tyrrhenischen und der ionischen Mikroplatte in Berührung. Bei den Zusammenstößen entstehen große Mengen an Magma. Und die machen den Ätna besonders aktiv. Diese Magmen sind eher flüssig. Und die Gasblasen können sich leicht bewegen. Schneller als das flüssige Magma steigen die Blasen an die Oberfläche. Im Gegensatz dazu sind die Magmen am Vesuv und den phlegräischen Feldern zähflüssig. Gase können so nur schwer entweichen, ein hoher Druck entsteht. Dieser könnte sich in explosiven Eruptionen mit großem zerstörerischem Potenzial entladen. Die bislang vorherrschende Theorie? Beim Ätna verschmelzen die kleinen Gasblasen zu größeren. Sie steigen schneller auf als die Magmaflüssigkeit. An der Oberfläche platzen sie. Es kommt zu kleineren Explosionen und das umgebende Magma wird herausgeschleudert. Das freigesetzte Magma breitet sich aus und bildet relativ ruhige Lavaströme, sogenannte effusive Eruptionen. Neue Befunde beunruhigen jedoch die Vulkanologinnen und Vulkanologen. Wir haben herausgefunden, dass sich die chemische Zusammensetzung des Magmas in den letzten Jahrzehnten verändert hat. Während früher mehr Natrium vorhanden war, nimmt nun der Kaliumgehalt zu. Diese Veränderung könnte die Zunahme der explosiven Aktivität erklären, die wir in den letzten Jahren beobachtet haben. Die Forschenden haben ein technologisches Instrument entwickelt, angepasst an die Bedingungen am Ätna. Wie geht es ihm heute? Hallo, Eugenio. Ich überprüfe die Signale, aber ich kann keine signifikanten Abweichungen feststellen. Zur Überwachung der Vulkanaktivität beobachten wir unter anderem Schwankungen im Gravitationsfeld der Erde. Das ist eine gravimetrische Station und das ist ein Gravimeter. Wir messen die Schwankungen, die durch die Verteilung der Magmamassen im Untergrund entstehen. Wir können den Standort der Quelle lokalisieren und bestimmen, wie viel Magma sich für einen Ausbruch sammelt. Trotz seiner Fläche von rund 1200 Quadratkilometern ist der Ätna einer der am besten überwachten Vulkane der Welt. In zahlreichen Labors verfolgen die Forschenden seine Aktivität. Kleinste Veränderungen könnten einen bevorstehenden Ausbruch ankündigen. Und eine weitere Gefahr lauert ganz in der Nähe. Einige Kilometer nördlich des Ätnas liegt im Mittelmeer der größte aktive Vulkan Europas. Der Unterwasservulkan Marsili in rund 3500 Metern Tiefe.
In der Nähe der Liparischen Inseln vor der Insel Panarea befindet sich ein weiterer Unterwasservulkan. Seit seiner Entdeckung im Jahr 2002 untersuchen Francesco Italiano und sein Team den Vulkan. Siehst du, Arnaldo? Man kann die aufsteigenden Blasen sehr gut sehen. Das sind die stärksten hydrothermalen Emissionen hier in Panarea. Das ist alles Kohlendioxid und viel Schwefelwasserstoff. Man kann den Schwefel in der Luft riechen. Das ist uns als erstes aufgefallen, als wir Panarea untersuchten. Wir haben nicht erwartet, dass es unter dem Wasser eine Welt gab, die wir von oben nicht sehen konnten. Dieser Unterwasservulkan war eigentlich seit Jahrtausenden erloschen. Es war eine große Überraschung, als wir entdeckten, dass die aufsteigenden Flüssigkeiten 3 bis 4 Meter hohe Schlote bildeten. Die Flüssigkeiten strömten aus alten aktiven Strukturen nach oben, verursacht von einem Vulkan. Wir schlossen daraus, dass es sich um ein sehr großes hydrothermales System handelt, das wir weiter untersuchen müssen. Im Laufe der Jahrhunderte hatten die Flüssigkeiten mehr als 200 Schlote gebildet. Sie bestehen aus Eisenoxid und haben eine orange-rote Farbe. Die Mineralien befinden sich nur 70 Meter von der Oberfläche entfernt und lassen sich deswegen sehr gut untersuchen. Solche geologischen Formationen finden sich sonst nur in den Tiefen des Meeres. Francesco Italiano macht hier eine außergewöhnliche Entdeckung. Das sind Körner, die aus Eisenoxidhüllen bestehen. Sie liegen übereinander und bilden sogenannte Ooide. Die gleiche Art von Ablagerungen wurde auch auf dem Mars fotografiert. Der Ursprung des Lebens auf der Erde hängt mit hydrothermalen Systemen zusammen, in denen es Lebensformen gibt, die chemische Elemente zum Leben nutzen. Dass es auf dem Mars die gleichen Unterwasser-Hydrothermalsysteme gab, könnte bedeuten, dass auf dem Mars auch Lebensformen existierten. Der Unterwasservulkan von Panarea ist zu einem riesigen Labor geworden. Und die Wissenschaftler stehen erst am Anfang. Denn im Tyrrhenischen Meer stehen die Vulkane nicht still. Direkt gegenüber der Insel Panarea versetzt ein anderer Vulkan die Menschen seit Jahrhunderten in Angst und Schrecken, der Stromboli. Er ist einer der aktivsten Vulkane der Erde. Regelmäßig spuckt er glühende Lava. Sein Spitzname? Leuchtturm des Mittelmeers. Mit einer Höhe von 926 Metern gehört er zu den Schichtvulkanen, aufgebaut aus einzelnen vulkanischen Schichten. Vulkanologen untersuchen seinen Nordhang, die Chara del Fuoco, die Feuerstraße. Eine hufeisenförmige Vertiefung mit einem instabilen 36-Grad-Abhang. Im Dezember 2002 ist die Chara del Fuoco Schauplatz eines gewaltigen Ereignisses. Mehrere Millionen Kubikmeter Gestein stürzen ins Meer und lösen einen Tsunami mit bis zu 10 Meter hohen Wellen aus. Die Ursache für diesen Bergsturz? Als das Magma an die Oberfläche steigt, verformt es diesen Teil des Vulkans. Der Vulkan schwillt an. Das Gestein beginnt an vielen Stellen zu brechen und verursacht Erdrutsche, die ins Meer stürzen und den Tsunami auslösen. Der Vulkanologe Mauro Rossi hat zusammen mit seinem Team eine neue Technologie entwickelt, um den instabilen Hang unter Kontrolle zu bringen. Was sagt das Radar heute?
Auf der Schara ist alles stabil. Dank dieses hochauflösenden Radars können die Wissenschaftler selbst die kleinsten Bodenbewegungen rund um die Uhr verfolgen. Um ein Bild von den Bewegungen der Schara del Fuoco zu machen, scannt das Gerät wie ein Fotokopierer. Dann vergleichen wir zwei Bilder. Wenn es Verschiebungen, also Unterschiede zwischen den beiden Bildern gibt, bedeutet das, dass die Schara del Fuoco einsturzgefährdet ist. Der Tsunami von 2002 erinnert Mauro Rossi an ein schreckliches Ereignis im 14. Jahrhundert. Beschrieben vom italienischen Schriftsteller Francesco Petrarca. In Neapel gab es ein starkes Beben. Alle wachten auf. Und am Morgen, als sie zum Hafen gingen, war das Wasser mit Leichen übersät. Er schrieb, sie waren zerbrochen wie weiche Eier und schwammen mitten im Wasser. Als der Verdacht aufkam, dass Idu die mörderische Hand dieses Tsunamis gewesen sein könnte, suchte ich auf Stromboli nach Beweisen für einen Tsunami zu dieser Zeit. Auf der Insel Stromboli findet der Vulkanologe Spuren von diesem weit zurückliegenden Ereignis. Bereits einen Meter unter der Erde. Wir haben diese Materialien vulkanischen Ursprungs gefunden. Hier in brauner Farbe. Der interessanteste Teil ist diese Sandschicht. Sie enthält runde Kieselsteine und ist ein unwiderlegbarer Beweis dafür, dass der Ursprung tatsächlich ein Tsunami ist. Durch die Messung des Radiokarbons in der darunter liegenden Schicht konnten wir sie auf Mitte des 14. Jahrhunderts datieren. Das Alter stimmt mit dem von Petrarca beobachteten Tsunami in Neapel überein. Anhand von Messungen der Schicht stellt Mauro Rossi fest, die Tsunamiwelle ist damals rund 20 Meter hoch. Im Jahr 2019 werden Bootsfahrende von einer solchen Welle überrascht. Seitdem ist die gesamte Insel in ständiger Alarmbereitschaft. Mauro Rossi ist überzeugt, dass sich eine tödliche Flutwelle wie im 14. Jahrhundert wiederholen könnte. Wenn die Schara del Fuoco in der Zukunft einstürzt und sich ein großer Tsunami bildet, würde sich die erzeugte Welle hauptsächlich in Richtung Norden ausbreiten. Sie könnte den Hafen von Neapel in etwa 20 Minuten erreichen. In kurzer Zeit könnte der Hafen von Neapel mitsamt seiner Umgebung von einer Riesenwelle zerstört werden. Eine weitere potenzielle Bedrohung für die Region. Zwischen den phlegräischen Feldern, dem Vesuv, dem Ätna, dem Unterwasservulkan Panarea und dem Stromboli leben die rund 4 Millionen Einwohner im Golf von Neapel mit der ständigen Gefahr. Was ein Ausbruch bedeuten könnte, zeigt die Katastrophe der Stadt Pompeji vor rund 2000 Jahren. Im August des Jahres 79 nach Christus wird Pompeji, rund 30 Kilometer südlich von Neapel, von der Asche des Vesuvs heimgesucht. Der Vulkan ist damals seit über 800 Jahren erloschen. Doch dann erwacht er zu neuem Leben.
Seit Jahrhunderten werden die Überreste von Pompeji von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern untersucht. Claudio Scarpati arbeitet daran, den Verlauf dieser Katastrophe im Detail zu entschlüsseln. Wir sehen hier die Ablagerungen des Ausbruchs von 79 nach Christus. Es gibt zwei Hauptschichten. Der untere Teil besteht aus Bimsstein unterschiedlicher Größe. Dann gibt es eine deutliche Abgrenzung. Der obere Teil besteht aus geschichteter Asche. Das sind die beiden Hauptphasen des Ausbruchs. Damit können die Forschenden die erste Phase des Ausbruchs teilweise rekonstruieren. Aus dem Herzen des Vulkans steigt eine gewaltige Säule mit einer durchschnittlichen Geschwindigkeit von fast 400 Metern pro Sekunde empor. Sie besteht aus Millionen von Tonnen Asche und Bimsstein. Die freigesetzte Energie ist 100.000 Mal größer als die der Hiroshima-Bombe. Nach den Berechnungen der Wissenschaftler werden damals etwa 4 Kubikkilometer Gestein und Lava ausgestoßen. Die Wolke steigt 32 Kilometer hoch. Sie ist fast 30 Mal so groß wie der Vesuv. In dieser Höhe nimmt die Säule die Form eines Pinienbaums an. Heute nennt man einen solchen Ausbruch plinianische Eruption. Daraufhin fällt ein Bimsstein und Ascheregen auf Pompeji. Die Einwohner versuchen zu fliehen, doch viele sitzen in der Falle. Die Menschen werden von der Asche begraben. Nachdem die Leichen verwest waren, bleiben Hohlräume zurück. Wissenschaftler gießen später die Hohlräume mit Gips aus. Die Gipsabdrücke der Menschen von Pompeji zeigen, wie sie verzweifelt versucht hatten, sich vor der tödlichen Asche zu schützen. Wir sehen das Gesicht, den Körper und die Position der Menschen. Somit sind wir in der Lage, den letzten Moment ihres Lebens zu erfassen und zu verstehen, welche Ereignisse zum Tod dieser Menschen geführt haben. Nach 19 Stunden verheerendem Ascheregen beginnt die zweite, noch tödlichere Phase des Ausbruchs. Der Druck der Gase nimmt ab und die 32 Kilometer hohe Eruptionssäule stürzt in sich zusammen. Es entsteht eine Glutlawine, die mit Hunderten von Kilometern pro Stunde die Hänge des Vesuvs herabstürzt, sogenannte pyroklastische Ströme. In den Überresten dieser römischen Villa entdecken die Archäologen Opfer der zweiten Phase des Ausbruchs. Eine Person scheint verzweifelt zu versuchen, eine andere mit dem Arm zu schützen. Diese Menschen befanden sich in einer Dutzende oder sogar hunderte Meter hohen Wolke aus Asche, Bimsstein und vulkanischen Gasen mit einer Temperatur von wahrscheinlich etwa 100 Grad. Sie wurden dann von der hohen Aschekonzentration der pyroklastischen Ströme erdrückt. Wahrscheinlich starben sie innerhalb von Minuten. Claudio Scarpati analysiert die Vergangenheit, um die Zukunft vorherzusehen. Könnte Neapel zu einem neuen Pompeji werden? Die Generationen, die viele Jahre nach dem letzten Ausbruch von 1944 geboren wurden, haben den Vulkan nie ausbrechen sehen. Sie haben nie die berüchtigte Rauchfahne über dem Vesuv gesehen. Sie nehmen den Vulkan als ruhig und schlafend wahr, von dem man nichts befürchten muss.
Aber es handelt sich um einen sehr aktiven Vulkan, der auch in Zukunft einen starken Ausbruch verursachen kann. Wir wissen nicht wann und mit welcher Kraft, aber ein Ausbruch wird kommen. Derzeit ist vor allem die Überwachung der phlegräischen Felder von größter Bedeutung. Nach Sonnenuntergang beginnen sie ihre Untersuchungen. Sie halten Ausschau nach kleinsten Zuckungen, die das Schicksal von Millionen von Menschen verändern könnten. Enrica Marotta und ihr Assistent analysieren heute die Fumarole Picciarelli mit einer Wärmebildkamera. Wir wollen die Temperatur im Zusammenhang mit der Magmakammer verstehen, ohne den Einfluss der Sonneneinstrahlung. Deswegen kommen wir nachts. Im Moment sehen wir die Höchsttemperatur, 85 Grad. Wir sehen im Fumarolengebiet, dass es eine Menge Energie und eine Menge Gasemissionen gibt. Wir können dort nicht mehr hingehen. Deshalb setzen wir Drohnen ein. Die Drohne fliegt bis zu 100 Meter hoch und sucht das gesamte Picciarelli-Gebiet ab. Und das wächst schnell. Wir haben hier zum Beispiel ein Gebiet von etwa einem Kilometer. Wir können sofort erkennen, welche Bereiche die größten thermischen Schwankungen haben. Und wir können nachvollziehen, ob diese Gebiete ihre Temperaturen im Laufe der Zeit erhöhen oder senken. Das gibt uns Hinweise auf das Magmasystem. Enrica Marotta wiederholt diese Analysen nun jeden Monat. Denn die Hinweise auf die Vulkanaktivität werden immer besorgniserregender. Doch Ausbrüche sind nicht die einzigen Gefahren, die von Vulkanen ausgehen. In der Nähe von Picciarelli befindet sich die Stadt Puzzuoli. In den 1980er Jahren tritt hier ein seltenes Phänomen auf: Bradyseismus. Bradyseismus bedeutet, dass sich der Boden sehr langsam hebt und senkt. Steigen magmatische Fluide in flachere Gesteinsschichten nach oben, verformt sich das Gestein und wird angehoben. Durch diese Verformung entstehen Risse. Gelangen sie an die Oberfläche, können sie Erdbeben verursachen. Die Wärme des Magmas kann dann durch die Fumarolen entweichen. Wenn die magmatischen Fluide absinken, verformt sich das Gestein in die andere Richtung und der Boden sinkt ab, als ob der Vulkan atmen würde. Vulkanologe Mauro Di Vito geht davon aus, dass sich die Lage seit den 80er Jahren gefährlich verändert hat. Seit 2006 hebt sich der Boden schrittweise an, begleitet von seismischer Aktivität. Seit 2018 erhöht er sich mit einer konstanten Geschwindigkeit. Die gesamte Verformung bis jetzt beträgt etwa 70 cm im Zentrum von Pozzuoli. Das ist ein Grund zur Besorgnis, aber ich kann nichts zur zeitlichen Abfolge sagen. Wir wissen nicht, ob der nächste Ausbruch morgen, in 6 Monaten oder in 20 Jahren stattfinden wird. Nach Ansicht der Forschenden könnte ein Ausbruch wie folgt ablaufen. Es bildet sich eine 15 bis 20 Kilometer hohe Ausbruchsäule, die große Magmablöcke und tonnenweise Asche ausspuckt. Diese werden vom Wind in der gesamten Region von Neapel verteilt. Schätzungen zufolge blieben 30 Minuten Zeit, um 4 Millionen Menschen in der gesamten Region zu evakuieren. Im Zivilschutzzentrum in Puzzuoli sind die Sicherheitsteams in ständiger Alarmbereitschaft. Im Falle eines Ausbruchs der phlegräischen Felder ist dieses Gebiet das am stärksten bedrohte in der Region.
Danke, dass Sie gekommen sind, um sich ein Bild von der Situation zu machen. Mauro Rossi, Vulkanologe am Stromboli, ist auch für die Überwachungsmaßnahmen in dieser Region zuständig. Alle 2 Monate trifft er sich mit Katastrophenschutzexperten und mit Freiwilligen, um eine mögliche Evakuierung von tausenden Menschen vorzubereiten. Sollten wir die Alarmstufe Orange erreichen, könnte die Evakuierung der phlegräischen Zone auf 2 Arten erfolgen. Entweder mit dem eigenen Fahrzeug, also eine autonome Evakuierung, oder eine unterstützte Evakuierung für diejenigen, die nicht alleine wegkommen können. Der Plan steht, aber er wurde in den Städten mit ihren verwinkelten und oft verstopften Straßen noch nie erprobt. Es ist nicht nur ein logistisches Problem, denn die Menschen hängen an ihrer Region trotz der großen Gefahr. Ich ziehe es vor, hier zu sterben, in meiner Heimat, wo alle meine Vorfahren geboren wurden. Ich bin ein alter Poteolano. Es liegt uns im Blut. Man kann es nicht erklären. Man wird dort geboren, lebt und stirbt dort. Was die Wissenschaftler sagen, ist wahr und beunruhigend. Aber die Zukunft wird es zeigen. Die Menschen leben schon immer Seite an Seite mit den Vulkanen. Die Feuerberge sind ein wesentlicher Bestandteil ihrer Kultur. Und die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler tun alles, um früh genug vor einer Katastrophe warnen zu können. In der Panarea-Region mit ihrem aktiven Unterwasservulkan machen sie eine unerwartete Entdeckung. Gleich sind wir da. Diesmal untersuchen Biologen das Gebiet. Simon. Lass uns sehen, wo wir sind. Wir müssten doch da sein, oder? Ja, das ist der Bereich der Schlote, die wir 2015 gesehen haben. Um dieses Gebiet mit seinen 200 Schloten besser zu verstehen, setzen die Forschenden ein ferngesteuertes Unterwasserfahrzeug ein, ausgestattet mit einer hochauflösenden Kamera und einem Gelenkarm. Vom Schiff aus gesteuert, nähert sich das Gerät den wenig erforschten Unterwasserschloten. Die Schlote haben wir vor 5 Jahren entdeckt. Auffallend ist das ganze Leben, das sie umgibt. Es herrschen extreme Bedingungen. Der pH-Wert ist saurer und die Kohlendioxidemission höher als in anderen Gebieten. Das gesamte Gebiet ist bereits stark besiedelt. Die Organismen haben sich an diese Umgebung angepasst. Ein beeindruckendes Ökosystem. Denn in dieser extrem gashaltigen Umgebung sollte eigentlich kein Leben möglich sein. Die Erklärung der Biologen? Es gibt Bakterien, die sich von den durch Gase gebildeten Mineralien ernähren. Die Bakterien wandeln sie in Energie um und ernähren damit die gesamte Umwelt. Es zeigt, in einer vulkanischen Umgebung, in der Explosionen tödlich sein können, kann wieder neues Leben entstehen. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen diesen Widerspruch weiter erforschen. Der Golf von Neapel. Lebendige Erde, in der das Ende einer Welt den Beginn einer neuen Welt bedeuten kann.